Eurotruck Simulator 2, Modliste. Ihr habt danach gefragt, kurze Info vorweg. Wir haben hier drei verschiedene Savegames. Einen, den ich nutze für DLCs und Events. Einen, den ich nutze für den Hardcore-Modus. Das ist eine Mod, wo wir einfach auf Vanilla fahren. Und einmal Pro-Mods, wo ich diesen Hardcore-Modus noch nutze, um diese Vergleiche zu ziehen, wie groß der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist. Zur Modliste. Die meisten Mods, die ich euch jetzt zeige, sind auf Steam verfügbar. Pro-Mods ist natürlich extra auf einer Webseite, auf Pro-Mods selber. Einfach danach suchen oder Link in der Beschreibung nehmen, dann kommt ihr auch zu diesen Mods hin. Wir haben hier eine GPS-Mod, quasi eine Mod, die das Navi so ein bisschen verschönert, dass wir uns im LKW reinpacken können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch auch anzeigen lassen, wie weit muss ich noch fahren, also wie viele Kilometer und wann muss ich eigentlich schlafen. Also eine sehr hilfreiche Mod kann ich eigentlich hier in dem Fall nur empfehlen. Da wir in den Pro-Mods und auch in einem anderen Safe-Game mit einem DAF fahren und im normalen Safe-Game fahre ich an Scania, deswegen habe ich da die Mod eigentlich nicht aktiv, ist es so, dass wir hier uns die Kilometeranzeige anzeigen lassen wollen. Das heißt, ich möchte wissen, wie weit komme ich mit meinem Sprit, wie effektiv ist diese sparsame Fahrweise überhaupt. Und durch diese Mod kann ich dann sehen hier oben, wie weit kann ich damit meinen Kilometern denn noch fahren, also wie viel Sprit habe ich jetzt drin, wie weit komme ich da noch ungefähr und kann dann abschätzen, wann ich ungefähr tanken muss. Pro-Mods ist aktuell nicht verfügbar, weil das Ganze noch auf 1,49 läuft, deswegen ist das momentan noch inkompatibel. Im späteren Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video schaut, kann es schon sein, dass die wieder aktiv sind bzw. nutzbar sind. Ihr möchtet ein wenig Abwechslung haben mit dem Symbol, ihr kennt das, ihr habt diese grünen Symbole. Durch dieses Addon oder durch diese Mod im Fall, in dem Fall geht das Ganze weg. Das heißt, wenn ihr einen Auftrag annehmen möchtet, habt ihr einen großen Kulideckel unter euch, da fahrt ihr drüber, drückt Enter, sucht euch das Ganze raus. Und wenn ihr den Auftrag abgeben möchtet und selber einparkt, habt ihr quasi diese orangen Hütchen da stehen und parkt dann dementsprechend euren LKW ein. Ansonsten, was haben wir noch drin? Straßennamen, die habe ich so ein bisschen diesen orangenen Flair gegeben. Die fand ich relativ hübsch und hat auch etwas Besonderes im Eurotruck. Sieht sehr schön aus, ich mag diese Zelle einfach nicht. Dann haben wir noch aktuelle Tag- und Nachtlänge. Da sieht das sehr schön aus mit Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Das sieht wundervoll aus. Die habe ich hier zum Beispiel auch drin. Den realistischen Regen kann ich zurzeit nicht nutzen. Der ist momentan inkompatibel mit der 1,50, nicht 1,49. Der ist auf irgendeiner anderen Version abgedatet. Also ist noch nicht nutzbar. Kann aber auch sein, dass zum späteren Zeitpunkt die Mod nutzbar ist. Diese Mod hier ist da quasi unser Hardcore-Modus. Das heißt, diese Mod verändert quasi unser Geld, das wir bekommen. Und ändert noch ein paar andere Dinge. Die kann ich euch empfehlen, wenn ihr quasi selber das Ganze mal ausprobieren möchtet. Dass ihr etwas im Hardcore-Modus spielen wollt. Es dauert länger, bis ihr euer Unternehmen aufbaut. Wir testen das aktuell zum Zeitpunkt im Livestream und auch mit den Pro-Mods. Das ist halt das, was ich jetzt mit dem Hardcore-Modus. Guckt gerne mal rein, wenn ihr das Ganze anschauen möchtet. Wenn ihr Fragen habt, einfach mal melden. Ihr möchtet neue Spiegel haben. Ihr möchtet diese Spiegel haben, die Mercedes schon im Real-Life hat. Da hat sie ja, glaube ich, auch schon immerhin auch. Dann habt ihr diese Mod hier. Das für alle LKWs stimmt nicht ganz. Es gibt ein paar LKWs, die funktionieren nicht. Der MAN. Hier gibt es ein paar, da funktioniert es nicht. Wenn ihr versucht, diese Spiegel reinzunehmen, habt ihr kein Lenkrad mehr, sondern habt ihr quasi, ja, etwas anderes. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber für die meisten LKWs funktioniert das Ganze. Deswegen kann ich das Ganze eigentlich auch nur empfehlen. Realistische Symbole, ja, habe ich hier auch mit drin. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Lenkrad, das, wenn wir den LKW ausmachen, fährt das Lenkrad hoch. Wenn wir den Motor anmachen, fährt das Lenkrad runter. Also hat etwas so, ne, ein bisschen Schöneres quasi. Soundfix, gibt ein paar neue Sounds mit dabei, kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Realistische Tankstellen und realistische Namen für die Firmen. Das sind alles an Mods, die ich hier drin habe. Die Verkehrsdichte selber, weil ich auch schon gefragt worden bin, habe ich selber eingestellt. Link unten in der Beschreibung, einfach mal anklicken. Und dort bekommt ihr einen Guide, wie ihr das Ganze selber einstellen könnt. Das sind alle Mods, die ich hier nutze zurzeit. Es kann sein, dass sich das nochmal ändert, aber aktuell denke ich, wird sich das nicht ändern. Das war es soweit. Habt ihr Fragen, einfach melden. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Lasst dem Video gerne eine positive Bewertung da. Und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auch mal in den Livestream. Bis dahin. Ciao.